Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zur Videoreihe Der perfekte Kopfrechner. Heute schriftliche Addition. Ich weiß, das ist eine ziemlich langweilige Vorrede, aber ihr wisst, worum es geht. Und vielleicht fällt mir irgendwann zwischendurch nochmal was ein oder ihr habt Vorschläge, was ich zu eurer Begrüßung sagen kann. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, hä, schriftlich Kopf, also schriftlich addieren und was ist eigentlich Addition und hä? Und schriftlich, war das nicht eigentlich ein Kopfrechnen? Mit Kopfrechnen ist, glaube ich, auch eins zu der Dinge, wo Mathematiker oder Mathematiklehrer sich unklar ausdrücken. Kopfrechnen bedeutet im Wesentlichen ohne Taschenrechner. Das heißt, es ist nie verboten, sich Zettel und Stift zu nehmen und sich ein paar Notizen zu machen. Das ist sogar ganz gut, weil ich glaube, es gibt so sechs, sieben Sachen, die man maximal gleichzeitig im Kopf haben kann. Das ist die Zahl, die ich zumindest irgendwann mal gehört habe. Bei mir sind es keine drei. Und das heißt, ich brauche irgendwelche anderen Tricks und einer davon ist eben, dass ich was mir aufschreibe. Addition, da würde ich einfach sagen, plus rechnen. Das ist auch das, was ihr meistens sagt. Ich bin halt, wie gesagt, Mathelehrer und ich bin fürs Gymnasium zuständig und da denke ich, dass wir da an die Fachbegriffe auch durchaus arbeiten können. Und Addition ist jetzt nicht so wirklich super schwierig. Aber ihr sollt mich ja auch verstehen, deshalb erkläre ich es nochmal ganz kurz. Ich hatte ja versprochen, vielleicht mal was so wie Motivation zu machen. Ich habe die gesucht, die hat mir zurückgemeldet, dass sie noch Ferien hat. Also von daher diesmal nicht wirklich was zur Motivation. Vielleicht so viel, dass man am Ende gar nicht so viel braucht. Also ich zeige euch jetzt ein bisschen mehr, als ihr wissen müsst, und sage das dann am Ende, was ihr wirklich wissen müsst, wie es funktioniert. Und sage auch nochmal was zum Üben. Vorab, wer nochmal wissen will, wie ich zu dieser Tutorialreihe komme, beziehungsweise wie diese Videos aufgebaut sind und so ein bisschen wissen möchte, was hier alles passiert, habe ich euch verlinkt. Das erste Video, ich glaube, hier oben rechts in der Ecke müsste das jetzt erscheinen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert dann einfach und Zukunftstoni weiß, was er hier gesagt hat. Und los geht's mit einem Beispiel. Ich habe eine relativ lange Zahl genommen, damit es nicht heißt, der Lehrer nimmt sich einfach nur die einfachen Beispiele raus. Also hier passiert wirklich relativ viel. Trotzdem ist es recht überschaubar. Als erstes würde ich noch gern was zu den Voraussetzungen sagen. Und zwar, was ihr jetzt mitbringen müsst, ist sozusagen das kleine, ich nenne es jetzt mal 1 plus 1, das ist jetzt nicht ganz so geläufig, aber das ist im Prinzip, dass ihr wisst, dass 8 plus 7 15 ist, dass 9 plus 3 12 ist, dass 2 plus 2 4 ist und solche Geschichten. Schwieriger wird es jetzt nicht. Und dann können wir schon gleich loslegen. Wir werden nämlich als erstes die Zahlen schön untereinander schreiben. Was meine ich mit schön? Wir haben hier die letzte Ziffer. Also die einer Stelle sozusagen, das ist hier eine 2, hier zufälligerweise gleich auch. Und die müssen wir untereinander schreiben. Und dann sortieren wir das von hinten nach vorne. Manchmal sind das gleich viele Zahlen, manchmal nicht. Das stört alles überhaupt nicht. Wir schieben das jetzt quasi so hin, dass die 2 übereinander ist und dann hier die 10er Stelle, 3 und 4, die 100er Stelle und so weiter. Die muss alles übereinander liegen und dann sind wir schon fast fertig mit dem System. Ich als also Mathelehrer bin ein kleiner Formfetischist, was Mathe anbelangt, einfach weil es mir das Leben erleichtert, um Schülerlösungen zu lesen. Man kann sich's also gleich angewöhnen. Ich werde hier gleich noch einen Strich hinziehen, einfach dass deutlich ist, dass ich die beiden Zahlen addieren will. Und das Einzige, was man jetzt macht, ist, dass man sich von hinten nach vorn durcharbeitet. Also ich nehme das, was übereinander ist, wenn ich das alles richtig gemacht habe, und addiere das einfach. Also rechne das plus. Sprich, 2 plus 2, das ist 4, das schreibe ich hier hin. 3 plus 4 ist 7. Alles kein Problem. Erste Hürde, 7 plus 7, das ist 14. Und das kann ich ja jetzt nicht hier hinschreiben, 14, weil dann wird es irgendwie falsch. Ich mache mal hier so eine Nebenrechnung auf. 7 plus 7 ist gleich 14. Und was wir jetzt machen ist, dass wir hier diese 4 nehmen und die schreiben wir auf. Und wir nutzen jetzt die 1 und die merken wir uns. Und das Merken kann man auch wieder schriftlich machen. Die kann man sich irgendwo hinschreiben, wo ihr es nicht vergesst. Ich mache es immer hier schon bei der nächsten Zeile, weil da müssen wir sie jetzt drauf rechnen oder drauf addieren oder wie auch immer. Genau. So ist die 14 vertan. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir das einfach bis nach vorn durch. Ich habe da jetzt mehrere 10er-Übergänge, heißt das übrigens, vorbereitet. Also 8 plus 7 plus 1 sind 16. Ich nehme also wieder die 6, die schreibe ich mir hier auf und die 1 merke ich mir. Und die 1 kommt aber jetzt von dem Ergebnis und hat mit der hier vorne nichts mehr zu tun. 8 plus 9 plus 1 ist 18, sollte also auch sehr leicht sein. Also 8 hingeschrieben, 1 gemerkt. 2 plus 9 plus 1 ist 12. 2, 1 gemerkt und 1 plus 9 plus 1 ist 11. Jetzt haben wir den Fall, dass hier gleich viele Zahlen sind. Das heißt,
Hier vorne steht nichts mehr. Ich könnte mir jetzt zwar das 1 gemerkt noch irgendwie hinschreiben, aber da hier vorne nichts mehr kommt, kann ich mir die 11 einfach hier hinschreiben. Falls hier oben mal noch irgendwann eine Zahl auftaucht, die 1, dann schreibe ich mir die 1 gemerkt hier hin und verrechne die so, dass dann hier am Ende eine 2 steht. Ist jetzt nicht der Fall. Und damit bin ich im Prinzip schon fertig. Und das war alles, was man zur schriftlichen Addition wissen muss. Damit kann man jede beliebige Zahl addieren. Auf zwei Sachen möchte ich noch hinweisen. Erstens, das funktioniert auch, wenn ich jetzt mehrere Zahlen habe. Auch da habe ich ein Beispiel vorgegeben. Ich habe jetzt also hier drei dreistellige Zahlen. Auch das funktioniert prima. Und genau so, es kann halt dann passieren, dass ich nicht nur bis 10, sondern auch mal eine 20, also mir eine 2 merken muss. Aber das funktioniert genauso. 4 plus 6 ist 10, plus 3 ist 13. Ihr seht, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ich kann also auch vorteilhaft rechnen. Und bei 4 und 6 weiß ich als mit genügend Erfahrung, dass es genau 10 ist, lässt sich also leicht rechnen. Dann schreibe ich hier die 3 hin und muss mir auch wieder 1 merken. Schreibe ich mir hier unten hin. Da haben wir 2 plus 3 ist 5, plus 5 ist 10, plus 1 ist 11. Ich nehme mir also wieder die 1 von der 11, die 1er, und die zweite 1 muss ich mir wieder merken. Und 1 plus 2 plus 4 plus 1 ist 8. Wir haben also 813, keinen Übergang, und wir sind fertig. Kleine Anmerkung, falls man mit solchen Zahlen im Alltag konfrontiert ist, zum Beispiel, ich muss irgendeinen Preis grob ausrechnen. Wenn ihr bezahlen müsst, dann macht das meistens die Kasse und die ist da ziemlich exakt. Um jetzt einen groben Überblick zu bekommen, reicht es, wenn ich es schätze und runde. Und da gibt es auch keine festen Regeln. Ihr könnt das nach der Lust und Laune machen, wie ihr das wollt. Je exakter das natürlich ist, desto näher ist es am richtigen Ergebnis dran. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das hier auf die 10er gerundet habe. Ich muss aber noch nicht mal runden. Das reicht, wenn ich hier sehe, okay, das ist eine 5, eine 56. Na, ob ich da jetzt eine 50 und eine 60 habe, das wird an der Größenordnung selbst keinen Unterschied machen. Es lässt sich sogar noch ein bisschen leichter rechnen, weil ich dann genau auf 800 komme. Ich habe es halt jetzt mit Runden gemacht. Man kommt auf 8 oder 10 €. Das kriegt man vielleicht im Kopf grob hin. Und ihr seht, der Unterschied hier sind tatsächlich plus 3. Also ist man da schon relativ gut dran. Normalerweise habe ich gesagt, bei wie funktioniert das? Das reicht, um zu überleben, auch in der Schule zu überleben. Theoretisch reicht das. Dieses Mal würde ich aber nochmal euch bitten, einfach noch ein bisschen dran zu bleiben, was in der Schule davon dran ist und was man davon braucht, weil da sage ich nochmal, was man dann am Ende wirklich üben muss. Weil ich finde es jetzt auch nicht sinnvoll, solche Zahlen hier zu addieren. Braucht man eigentlich nicht. War jetzt nur die Frage, wie geht's? Ihr werdet auch nicht oft in der Lage sein, dort 4, 5 oder 6 solche Zahlen hintereinander zu machen. Aber wie gesagt, kommt im nächsten Teil. Wann und wozu brauche ich das? Erster Punkt, die Schule. So, in der Schule ist es so, dass man schriftlich selten addieren muss. Es kommt manchmal in der Prüfung vor und oft mal in so kleineren Zusammenhängen. Es wird jetzt keiner mehr an der weiterführenden Schule sagen, hier rechnet das mal schriftlich aus, maximal in der 5. Klasse, da ist es nochmal dran, da wird es nochmal wiederholt. Aber ansonsten wird das System auch gern vergessen, eben weil es nicht so oft drankommt. Das Einzige, wo ich sage, das lohnt sich wirklich zu üben und das ist für die Schule wichtig, ist, wenn man das so ein bisschen übt, zweistellige Zahl plus zweistellige Zahl, also 14 plus 17, 19 plus 28 und so weiter. Ich habe hier mal zwei Beispiele aufgeschrieben, sowas wie 12 plus 36 und da kann man auch vorgehen wie bei dem System oben. Also ich schreibe es mir erstmal hin, das ist schon mal eine große Hilfe. Und dann rechne ich wie oben untereinander, nur dass ich mir das nicht nochmal die Mühe mache, das untereinander zu schreiben, sondern sage, okay, eigentlich weiß ich das ja und bei den Zahlen ist es noch überschaubar. Also ich habe jetzt keine hunderte Zahlen, die ich machen muss. Ich fange hinten bei den Einern an. 6 plus 2, das ist 8, das schreibe ich mir hier hin. Und ich habe jetzt keinen Übertrag, den ich mir merken muss. Also reicht das, wenn ich jetzt zum nächsten übergehe, 3 plus 1, also die 30 und die 10 zusammen, das ist eine 4. Und da habe ich das super schnell im Kopf hingeschrieben. Ähnlich ist es hier. Da ist es halt, sage ich mal, das Schlimmste, was in der Schule passieren kann, wo viele schon den Taschenrechner zücken. 4 plus 8 ist 12. Jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Übertrag. Jetzt aber kein Problem, weil wir das ja wissen. Wir schreiben also die 2 von dem einer hin, merken uns die 1 und rechnen dann 4 plus 7 plus eben den Übertrag, die 1. Und das sind wir bei 12 und die können wir hinschreiben, weil nichts weiter passiert. Und das war im Prinzip der Punkt, der nochmal wichtig ist. Ich wäre zu einem späteren Zeitpunkt, das wird das übernächste Video oder das überübernächste Video, ich muss mal gucken, wann das genau dran kommt, euch zeigen, wie man Übungsaufgaben sich selbst erstellen kann. Das ist natürlich ein bisschen also schwer, wo kann ich denn Übungsaufgaben herbekommen? Und gerade für solche Sachen hilft einem dann doch der Taschenrechner, sich Übungsaufgaben zu überlegen, um das mit Zufallszahlen zu machen.
kommt wie gesagt vor und es lohnt sich, das ein bisschen zu üben. Ihr werdet sehen, wenn ihr das regelmäßig macht, ihr werdet schneller und irgendwann braucht ihr auch keine Übung mehr, weil dann sind die Aufgaben, die jetzt neu dazukommen, genau die Übung, um das ein bisschen wach und frisch zu halten. Und es hilft natürlich, im Kopf ein bisschen fit zu werden. Zweiter Punkt ist jetzt der Alltag. Wozu brauche ich das im Alltag? Ich habe das jetzt tatsächlich mal aufgeschrieben, weil ich das weiß. Beim Fußballspielen auf dem Bolzplatz braucht man es jetzt nicht. Man braucht es auch nicht wirklich regelmäßig. Ich habe aber Leute oder beziehungsweise ich kenne Leute, die gerade wenn sie eine Einkaufsliste machen für mehrere Personen und dann ausrechnen, wer jetzt was bezahlt, die rechnen tatsächlich dann noch schriftlich. Habe ich gesehen, die machen das dann auf einem kleinen Schmierzettel, schreiben sich das untereinander auf und dann schreiben sie die Produkte raus, was es kostet und rechnen das dann zusammen. Fand ich ziemlich cool, dass ich das gesehen habe. Weiß nicht, ob ich das so machen würde. Ich habe jetzt noch nicht so oft die Gelegenheit gehabt, dass ich für mehrere Leute einkaufen musste oder werden da vorher irgendwelche anderen Systeme vereinbart. Kann man kompliziert, kann man einfach machen. Aber da kommt das tatsächlich mal im Alltag vor. Also, juhu, wir haben Mathe im Alltag. Okay, und wer jetzt schon genug hat, der kann jetzt abschalten. Ich erkläre jetzt noch kurz, wieso und weshalb das überhaupt funktioniert. Und damit hat sich das Video dann auch schon erledigt. Also, warum funktioniert das Ganze so, wie es funktioniert? Der Begriff, um den es sich hier handelt, heißt Stellenwertsystem. Habt ihr mal in der Grundschule gehabt? Ist für viele schon lange her. Das sind die Stellenwerttafeln. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört mit den Hundertern, Zehnern, Einern, Tausender und so weiter. Die Stellenwerttafeln ist eigentlich nur so eine Darstellung, wie man sich das halt vorstellen kann. Im Prinzip geht es um das Stellenwertsystem. Worum geht es in dem Stellenwertsystem? Ist eigentlich ganz leicht erklärt. Ihr könnt euch raussuchen, ob ihr 123 Euro oder 321 Euro geschenkt haben wollt. Und ich schätze mal, dass die meisten von euch sich für diesen Betrag hier unten entscheiden wollen. Warum auch immer ihr das geschenkt bekommen wollt. Ne? Das sind diese super realistischen Beispiele im Matheunterricht. Das habe ich halt auch. Und da ist es so, dass jedem klar ist, dass 321 Euro mehr als 123 Euro ist. So, was hat das jetzt mit dem Stellenwertsystem zu tun? Ganz einfach. An sich habe ich hier die gleichen Ziffern. Es kommen bei beiden Zahlen die 1, die 2 und die 3 vor. Die 2 sogar in der gleichen Position. Trotzdem sind es verschiedene Zahlen, weil die 1 und die 3 die Position getauscht hat. Und das heißt, dass die Position hier vorne viel mehr wert ist als die Position hier hinten. Also der Hunderter ist mehr wert als der Einer. Und das verbirgt sich hinter Stellenwertsystem. Das heißt, je weiter links ich komme, desto wertvoller ist sozusagen die Zahl, die damit einhergeht. Also die 1, die hier jetzt herkommt, wäre irgendwie wertvoller als das, die 3, die hier vorne steht, obwohl die 3 theoretisch größer als die 1 ist. Also es hängt immer davon ab, an welcher Stelle eben die Ziffer steht. Ja? Ich erkläre gleich, was das zu tun hat. Das war jetzt einfach nur noch mal kurz der Begriff Stellenwertsystem erklärt. So. Das jetzt noch mal ganz von einer anderen Perspektive aufgerollt, um das noch mal ein bisschen zu sortieren. Wir haben insgesamt in unserem Zahlensystem 10 Ziffern zur Verfügung, nämlich die Ziffern von 0 bis 9. Also die sind voneinander verschieden. Man hätte da auch Äffchen und Blümchen und eine Giraffe und alles mögliche andere hinschreiben können, hat man früher tatsächlich auch getan. Aber das ist halt doch sehr aufwendig, das hinzuschreiben. Das sind so eine kurzen Symbole, die man schnell hinschreiben kann. Wesentlich schöner als ein Affenkopf, der da jetzt irgendwo auftauchen muss. Und ich habe mir jetzt einfach mal die Ziffern von 0 bis 9, also zumindest mir das vorgestellt. Wir zählen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und theoretisch fangen wir jetzt wieder bei der 0 an. Das ist aber irgendwie komisch, weil dann wir hier wieder eine 0 haben und wir drehen uns irgendwie wieder im Kreis. Und das ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen, sondern wenn wir von der 9 eins weiterzählen, brauchen wir ja irgendwie was anderes. Und da haben sich halt die Leute gedacht, okay, die Stelle links daneben, die ist ja frei, also schreibe ich da eine 1 hin. Und dann habe ich sozusagen die 10, aber das sind jetzt zwei Ziffern, nämlich die 1 und die 0. Und die 1 ist jetzt mehr wert als die 1, die hier oben aufgetaucht ist. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich fange wieder, gehe die Ziffern von 0 bis 9 durch. Und wenn ich bei der 19 angelangt bin, also wieder hier bei der 9, dann schreibe ich mir hier wieder eine 0 hin. Wenn ich jetzt hier die 1 hinschreiben würde, wäre ich ja wieder hier oben. Also gehe ich hier auch wieder in der richtigen Reihenfolge. Die nächste Ziffer ist eben die 2. Und das geht so weiter bis zu 99. Dann fange ich hier wieder an, die 0 hinzuschreiben. Und hätte jetzt hier nach der 9 kommt ja auch wieder die 0. Und mit zwei Nullen sind wir wieder irgendwie am Anfang, weil dann haben wir nichts. Also wir nehmen die Stelle, die links daneben ist, erweitern das sozusagen um eine 1. Und dann haben wir die nächste Stelle.
Und das ist im Prinzip dieses Stellenwertsystem, was sich da immer befindet. Also immer, wenn ich nicht weiterkomme und alle Zahlen ausgeschöpft habe, hier eben von 0 bis 9, hier dann von 10 bis 99, dann gehe ich eine Stelle nach links und werde dort eine neue Ziffer hinzufügen. Und damit sind wir in der Lage, relativ schnell auch relativ viele große Zahlen anzubringen. So, was hat das jetzt mit der Addition zu tun? Ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel genommen, die 129 und die 283. Ihr wisst sicherlich noch, dass man die zerlegen kann, die 100er in 120 und 9 und in 280 und 3. Das habe ich jetzt mal gemacht. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber im Prinzip die gleiche Aufgabe wie hier. Machen wir natürlich nicht, weil wir sonst immer kürzer schreiben können, aber für die Erklärung reicht das jetzt hier. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist ja der erste Schritt, dass wir uns die Einer vornehmen, also die 9 und die 3. Wir wissen natürlich, 3 plus 0 ist 0, die 3 plus 0 ist 0, 9 plus 0 und so weiter. Ich habe hier also nichts kaputt gemacht und ich kann entspannt 9 plus 3 rechnen. Und das mache ich mal und rechne das jetzt aus. 9 plus 3 ist natürlich 12, weil wir ja jetzt hier diesen Übergang haben, ne? 9 und 3, wir müssen eins nach links gehen, das ist die 12. Und das kann ich wieder aufschreiben in 10 plus 2. Also sprich die 1 hier eine Stelle weiter und die 2 an der einer Stelle. Und das geht aber nur, weil ich jetzt hier 1 weitergehen kann, ne, mit diesem Stellenwertsystem. Und die 1, die merke ich mir dann halt. Also ich kann auch ganz entspannt die Zehner addieren und da passiert einfach nichts. Und das ist so ein bisschen die Begründung, warum das überhaupt funktioniert. Ist jetzt kein strenger Beweis, aber das Ding ist, dass das so grundlegend ist und so an der Grundlage von Mathematik hantiert, dass man da vielleicht jetzt nicht logischerweise irgendwas anderes machen muss. Wer da noch tiefer einsteigen will, der kann sich mal mit dem römischen Zahlensystem vertraut machen. Da kann man das so nicht rechnen, weil es einfach keine Null gibt. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man die Null wirklich als vollwertige Zahl akzeptiert hat. Und als erstes waren es halt die Mathematiker, die damit gerechnet haben. Und ich glaube, dann als nächstes kamen die Kaufleute, die den Vorteil von der Null gesehen haben. Im Übrigen, das sind immer so die Querverbindungen oder das, was mir nochmal durch den Kopf geht, was ich nochmal mit anbringe. Ist also ganz nett to know, aber wirklich off-topic oder manchmal noch eine Verbindung. Unser System heißt Dezimalsystem. Da steckt das Wort Dezi drin. Das habe ich rot markiert, weil das immer was mit 10 zu tun hat. Also ihr kennt auch den Dezi. Meter, Deziliter, dezimieren. Ja, da steckt überall was mit einer 10 dahinter. Zum Beispiel dezimieren heißt, ich werde nicht alle Dinge entfernen, sondern immer nur den 10. Teil. Und das Dezimalsystem bedeutet eben, wir haben 10 Ziffern. Und es gibt auch andere Zahlsysteme, zum Beispiel das Dualsystem. Bei Dual steckt immer 2 drin. Es gibt zum Beispiel duale Bildungsgänge, duale Studiengänge und so weiter. Wer das noch nicht gehört hat, seid froh, das kommt noch früh genug auf euch zu. Und da rechnet eben mit 2 Ziffern. Das bedeutet, hier habe ich ja bis zur neuen Zeit, bis ich den Übergang habe, wenn ich nur 2 Ziffern zur Verfügung habe, typischerweise 0 und 1, habe ich die recht schnell ausgeschöpft. Also sprich, 0 ist 0, 1 ist 1 und bei der 2 habe ich jetzt hier keine Ziffer mehr zur Verfügung, weil die beiden, die ich habe, die sind ja schon fertig. Und dann gehe ich eben hier zur nächsten Stelle über, ist auch ein Stellenwertsystem, und schreibe hier jetzt die 1 hin, ja, und hier ergänze ich das wieder mit einer 0. Und ihr seht, die 4 im 10er-System sieht halt aus wie eine 100 im 2er-System, aber das ist eigentlich gar nicht so viel. Die 10 habe ich jetzt mal aufgeschrieben, die sieht im Dualsystem, achso, ich wollte schon eine 2 drunter schreiben, um das ein bisschen deutlicher zu machen, aber ihr wisst, wo es steht. Das ist 10, 10, also 1, 0, 1, 0 müsste man sagen. Ich weiß nicht, ob man da 10, 10 sagen kann. Also da gibt es keine gute Aussprache dafür, weil, naja, egal. Und 10, 10, 10, das fand ich halt lustig, das ist dann die 42. Die Zahl wird ab und zu mal mit vorkommen. Ja, das zur Info. Und das war's schon. Ich hoffe, ich bin insgesamt unter 10 Minuten geblieben, glaube aber, dass ich drüber bin. Wir werden es sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.